Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Foy88 mit einem weiteren Unboxing-Video. Und ich bekam ein Päckchen von Saturn Online. Und da ist ein exklusives Saturn-Steelbook drin, nämlich von The Gambler mit Mike Wahlberg. Und das ist eigentlich das gleiche eigentlich auch, wie es auch bei Savi gab. Ich mache einfach jetzt hier mal auf. Ich bin der Kartonaufreißer. Ja, und dann gucken wir das mal an. Hier Mike Wahlberg, The Gambler. So schaut's aus. Packendes würde im gnadenlosen Milieu des illegalen Glücksspiels. Hört sich jetzt sehr interessant an. Wie gesagt, ich habe für den Film noch nicht weiter so viel gehört. Das ist auch ein Blindkauf. Ich hoffe, ich werde enttäuscht. Aber ich denke mal, Mike Wahlberg, da kann man nicht viel verkehrt machen. Und wie gesagt, das ist ein Exklusiv-Steelbook bei Saturn. Gibt es auch nicht beim Mediamarkt leider. Und dasselbe ist eigentlich auch dasselbe wie von Savi. Das gab es da auch. Ich habe es auch vorbestellt gehabt, aber da war es wesentlich teurer als das von Saturn. Denn bei Saturn habe ich gezahlt. Momentchen. Ja, schön. Da ist kein Preis dabei. Aber ich glaube, es war, glaube ich, 1919, alles täuscht. Und ist ab 12 Jahren freigegeben. Der Film geht 111 Minuten. Es spielt auch der John Goodman mit. Und hat auch einiges an Specials dabei. Darunter auch Mr. Self-Destruct hinter den Kulissen von The Gambler, Dunkelheit vor der Dämmerung, Der Abstieg des Gamblers, Das Blatt wendet sich, Adaption, In der Stadt, Drehorte, Kostüme der Schauspieler. Hallo Rudi. Und weitergehen bitte. Danke. Das Design der Kostüme, entfernte und erweiterte Szenen. Ich mache einfach jetzt mal auf das schöne Teil. Und wie man sieht, ist dieses Steelbook auch nicht geprägt. Und ist mit einem Klebchen versehen, die man ganz abmachen kann. Und der FSK-Flatschen, probieren wir auch mal aus. Geht auch einwandfrei ab. Ja, so sieht das Steelbook aus. Sehr stark. Ist eigentlich aufgebaut wie ein Rücken von einer Karte. Dann hier drauf irgendwie auch dann das Peak zu sehen. Und wir machen einfach mal das schöne Teil auf. Und da ist auch kein weiteres. Oh, Scheiße. Ja, da kann für den FSK 16 A12 freigegeben. Ja, hier eben dann die Disc. Man sieht schon, ist Paramount, wieder kein Aufdruck auf der Blu-ray. Das ist sehr schade, finde ich. Und hier ist dann noch dann der Innendruck als Mike Wahlberg, so, der auf die Skyline guckt. Und es schaut schon richtig stark aus. Hinten drauf eben, wie schon gesagt, eben ein Peak zu sehen, in schwarz-weiß gehalten. Und wie gesagt, ich freue mich auf diesen Film anzugucken, denn ich mag gerne so Glücksspiele wie Ocean 11 oder auch Shade mit Sylvester Stallone. Und ich denke mal, der wird auch sehr gut sein. Ja, dann würde ich mal sagen, ist dieses Unboxing eigentlich damit hiermit beendet, wenn ihr möchtet. Denn ist ja nur ein Steelbook. Ne? Und auf jeden Fall, ihr könnt mich gerne hier unten abonnieren. Und bis zum nächsten Mal, euer Foy88. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Film gefällt. Vielleicht gibt es auch eine Review dazu. Man sieht sich. Ciao.